Hallo, hier ist Nathalie und willkommen wieder zurück auf meiner Insel Windfels. Heute möchte ich euch gerne ein kleines Update geben, wie meine Insel sich inzwischen entwickelt hat. Ich habe euch ja ein Video gepostet vor etwa 2 Wochen und so, wo ich zum ersten Mal 5 Sterne bekommen hatte. Und ja, seitdem habe ich ein bisschen an meiner Insel gearbeitet und ich möchte euch ein bisschen rumführen. Inzwischen habe ich das neue Geschäft, wie ihr seht. Ansonsten hat sich hier in dem Zentrum mehr oder weniger, also eher wenig geändert. Ich habe ein paar neue Blumen bekommen, wie ihr seht, und ich versuche immer noch ein paar Farben zu züchten. Da hatte ich immer noch nicht wirklich Glück gehabt. Also die lilanen Veilchen zum Beispiel, die fehlen mir noch. Und die grünen Chrysanthemen sind das. Ja, genau. Die grünen Chrysanthemen, die fehlen mir auch noch. Und die sind halt sehr schwer zu bekommen. Und inzwischen habe ich hier eine Freundin, die mir dabei hilft, die Blumen zu wässern. Das erhöht die Spawn-Rate. Aber wie gesagt, also das ist noch ein langer Weg. Und ich stehe noch relativ am Anfang. Also die normalen Kreuzungen habe ich, wie ihr seht schon, aber... Also von den Tulpen habe ich aber alle schon. Also ich habe die lilanen Tulpen, das sind ja die am schwersten zu bekommen sind, die habe ich bei Matzes Haus gepflanzt. Aber von den anderen, da fehlen mir noch immer Farben. Oh, guck mal, die sitzen hier so schön herum. Marianne und Carsten. Ja, also wie ihr seht, hat sich nicht sehr viel geändert. Hier ist noch Waldemar. Oh Gott, was willst du denn jetzt? Eine Feuerwehrme. Ja, okay. Ich dachte schon, der will umziehen. Ja, was willst du auch mit einer Feuerwehruniform? Hier brennt es ja noch nicht mal, zum Glück. Ja, und Maria, die ist jetzt fest eingezogen, hat sich auch schon ganz gut eingelebt, mit Leuten Freundschaft geschlossen, auch mit mir. Ja, ich habe hier die Fontäne vor dem Museum habe ich ein bisschen überarbeitet, mit den neuen Hecken. Die hatte ich ja letztes Mal noch gar nicht. Und die Veilchen da drin sind nicht die Endlösung. Ich will vielleicht so blaue Rosen, so langfristig, aber ich habe noch keine blauen Rosen, deswegen müssen blaue Veilchen erstmal herhalten. Das sind die seltensten, wie heißen die? Hyazinthen, genau. Die lilanen. Da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich sie geschafft habe zu züchten. Genau. Also hier hat sich, wie gesagt, nicht sehr viel verändert. Auch der Strand ist immer noch gleich geblieben. Da muss ich auch noch ein bisschen dran arbeiten. Das war aber auch nicht mein Fokus. Ich habe hier so ein bisschen überarbeitet, auch ein neues Schild hingestellt, neue Stühle und Tische. Aber das ist jetzt, kosmetisch. aber gehen wir mal zum Café. Da hat sich auch noch nicht so wirklich viel geändert. Ich habe hier noch ein neues Schild. Das ist so ein Café-Schild. Das ist ganz cool, habe ich gefunden. Kann ich ja mal ein bisschen näher ranzoomen. Genau, mit Kaffee. Aber das alte Schild behalte ich trotzdem, weil es irgendwie passt mit dem Menü und so weiter. Wobei, hier wird ja nicht wirklich Kaffee angeboten, sondern eher Eis. genau, die Angelhütte steht auch immer noch und die benutze ich auch fleißig. Immer mit den Ersatzangeln daneben. Also dieser untere Bereich ist mehr oder weniger gleich. Was ich verändert habe, ist hier oben. Da habe ich ja einen ziemlich opulenten Garten gehabt. Den habe ich aufgelöst und ich habe hier sehr schlichten Garten hingepflanzt. Und mir gefällt es viel, viel besser. Das ist wirklich jetzt die Zuchtecke. Also ich versuche hier Anemonen zu züchten. Und hier unten nochmal Veilchen. nochmal extra. Mal gucken. Also ich weiß halt nicht, wie lange das dauern wird. Aber es kann sein, dass es schon ein paar Monate sich noch hinzieht, bis ich die Farben habe. Wenn ich wirklich Pech habe, das kann es wirklich sehr lange dauern. Ja, hier oben habe ich auch ein bisschen überarbeitet. Hier habe ich einen provisorischen Zaun so hingemacht und ein paar Bänke. Und hier habe ich einen kleinen Schrein im Wald gebastelt, gebaut. Der mir auch sehr gut gefällt, so ein bisschen japanischen Stil. Und einen Weg, der dahin führt, auch durch so einen dichten Wald. Das war so meine Vorstellung, dass man so durch einen dichten Wald läuft und da auf einen Schrein stößt. Ich war ja mal selbst in Japan letztes Jahr und das war voll schön. Es gab so richtig schöne Schreine, vor allem in Kyoto, wo man wirklich auf den Berg steigt und dann durch den Wald geht und dann irgendwie mitten im Nirgendwo scheinbar ist da plötzlich ein kleiner, super süßer Schrein und das wollte ich halt ein bisschen nachempfinden.
Ich meine, so dicht kann man in Animal Crossing gar nicht bauen. Außerdem wollte ich ja auch nicht, dass es man komplett nicht mehr spielbar ist, das Spiel. Aber so ein bisschen das Feeling habe ich ja dadurch bekommen, würde ich sagen. Hier ist der Fluss auch schmal genug, dass man auch drüber hüpfen kann. Man muss nur in den richtigen Winkel erwischen. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut. Ich habe das so etwas wild so gemacht. Also, dass es nicht so geometrisch korrekt, sag ich mal, ist, sondern so ein bisschen verwittert und verwildert. Und mir gefällt das eigentlich ganz gut, auch der Fluss, wie der geworden ist. Ja, hier unten habe ich wenig geändert auch. Auch hier ist noch ja, etwas leer. Aber ich weiß auch nicht wirklich, was ich da hin machen soll. Ich hatte ja überlegt, so einen Picknickplatz zu machen, aber jetzt, wo Rainer hier ständig anlegt mit seinem ollen Kutter, passt das irgendwie vom, ja, vom Feeling nicht mehr so gut, finde ich. Da, ja, ich überlege noch. Ich sammle noch Ideen. Hier habe ich einen Zaun hingemacht, Bambuszaun. Der auch ganz gut passt, finde ich, so zum Allgemeinen. Und man kann zwar das Meer nicht mehr sehen, aber das ist, also der Fokus dieses Ortes ist ja auch mehr oder weniger der Bambus und dafür passt es auch ganz gut. Ja, hier habe ich all die Glockenblumen hingepflanzt. Wenn man eine 5-Sterne-Insel bekommt, dann wachsen ja auch Glockenblumen immer so, weiß nicht, alle so 3, 4 Tage eine Glockenblume an der Klippe. Und die habe ich jetzt erstmal hier gesammelt. Weil ich finde, dieser Ort ist hier so. Ach komm. Dieser Ort ist jetzt halt so Entspannung und Reinheit. Und dazu passen Glockenblumen, finde ich, ziemlich gut. Ja. Genau, und hier hinten habe ich auch einen Aufgang gemacht. Hier hatte ich ja meine Aussichtsplattform. Die habe ich jetzt nach unten verlegt. Weil ich finde. Wenn man schon Aussicht, also weil da hinten war ja nichts. Also man konnte ja nicht wirklich was sehen. Es gibt zwar ein paar Inseln da hinten, aber irgendwie so einfach nur Meer. Und Meer ist, also nur Meer ist irgendwie doof, finde ich. Und hier kann man zumindest auf die Stadt runtergucken. Da können die Bewohner hier hochkommen und ihre Häuser suchen zum Beispiel. Ich finde, das passt viel besser irgendwie. Und hier an der Seite habe ich meine Rosenzuchtanlage gemacht. Also wie ihr seht, all die Reihenplätze werden noch gefüllt mit den verschiedenen Stufen. Ich habe eine Art, ja, Anleitung rausgesucht, das ist im Internet, wie man eine blaue Rose züchtet. Das hat irgendwie 10 Schritte. Und ich habe hier das ein bisschen vorbereitet, so damit man vom Platz her genug, ja, damit man genug Platz hat, um das überhaupt zu realisieren. Und ja, habe ich so, aber ich habe der erste Schritt ist noch nicht mal gemacht. Also, diese müssen erstmal eine lilane ja, Rose bei rumkommen aus diesen weißen hier. Und die werde ich dann mit gelben kreuzen und so weiter und so weiter. Also, es ist ein sehr langer Weg noch vor mir. Keine Ahnung, ob ich zwischendurch mal aufgebe oder so. Oder vielleicht eine Abkürzung finde, keine Ahnung. Aber das ist jetzt aktuell mein Plan. Ach, hier, ein Ballon. Na. Ah, so weit weg. Nein. Zum Glück sind es keine Eierballons mehr. So, das ist bestimmt Lehm oder so. Eisenerz, auch nicht schlecht. Ja, also ich habe die obere Plattform halt erweitert. Da war ja vorher eigentlich nur Wald drauf. Und den habe ich mehr oder weniger nach hinten verlegt jetzt. Also der darf hier noch weiter wachsen. So auf dem hintersten Eckchen. Und hier vorne habe ich eben für Blumen reserviert. Und genau. Und hier darunter habe ich die Plattform verkleinert. Den Stein habe ich so behalten, wie er ist. Hallo Matze. Und ja, hier ist halt immer noch ein paar Bäume und so weiter, aber weiter auch nichts. Das ist auch ganz gut so. Man hat so ein bisschen so dreistufig. Also unten ist sozusagen die Zivilisation, die Stadt und in der Mitte ist so ein bisschen Wald. Und darüber ist eben die Aussichtsplattform. Danke, Matze, fürs Gießen. genau, und jetzt, wenn wir runtergehen, hier ist noch immer der Wasserfall. Und das Blumenbeet hier habe ich ein bisschen erweitert oder ja, ein bisschen umgeändert. Diese ganzen Wasserhähne, die finde ich immer ganz cool, weil das ist, also wenn man hierher kommt und dann Blumen gießt, dann kann man gleich seine Kanne auffüllen. Das war so die Idee. Das ist im Spiel jetzt natürlich nicht nötig, aber es ist eigentlich ganz nett so von der Idee her. Und die Blumen, also ich habe eigentlich auch von den Hyazinthen habe ich schon genug, deswegen ersetze ich sie nach und nach mit Blumen, die ich halt noch versuche zu züchten. Das hier sind zum Beispiel Hybrid-Gelbe.
Die sind aus roten und gelben entstanden. Und angeblich, wenn man die beiden zusammenkreuzt, haben die eine Chance, dass grüne dabei rauskommen. Mal gucken. Genauso hier mit den roten, die sind auch Hybride aus blau und roten. Und die können theoretisch lilane hervorbringen. Aber auch das, ja, steht noch in den Sternen, das hatte ich noch nicht geschafft. Und von den, also die kann ich theoretisch eigentlich alle auch ausbuddeln und das werde ich auch nach und nach machen wahrscheinlich. Also ich will das auf jeden Fall mit Blumen ersetzen, die schwerer zu züchten sind. Weil an sich ist dieser Ort hier ganz gut dafür geeignet zur Zucht. Ja, und den Fluss habe ich ein bisschen verändert auch. Also den Weg habe ich etwas höher gesetzt, meine ich. Oder jedenfalls habe ich den Fluss auch ein bisschen angepasst. Und hier Bäume gepflanzt, damit es hier ein bisschen voll aussieht. Die Büsche hier hinter der Bank, das fand ich eigentlich ganz süß. Ja, ich habe nicht so viele Büsche gemacht. Also seit man mit Gerd jetzt Büsche kaufen kann. Ich habe jetzt nicht so viele in meiner Stadt gepflanzt bis jetzt. Weil ich ja einfach noch nicht wirklich den perfekten Platz für Büsche gefunden habe. Aber ja, dafür habe ich jetzt hier ein kleines Heckenlabyrinth. Das ist jetzt nicht wirklich schwer, das zu lösen. Und das, ja, die Belohnung ist halt dieser Stein hier, den ich jetzt nicht machen werde. Aber so von der Idee her, man geht durchs Heckenlabyrinth und macht dann den Stein. Und ich habe jetzt weiße, rote Rosen gepflanzt. Ich überlege aber noch, andere Farben hinzuzufügen, damit es ein bisschen bunter aussieht. Ich finde das auch so schlicht eigentlich ganz gut. Also meine Stadt ist ja nicht wirklich, sehr auffällig oder sehr opulent, sag ich mal so. Und ich finde es eigentlich ganz nett, so eher schlicht zu halten, damit es auch zum Rest der Stadt passt. Meine Idee war eigentlich, hinter meiner Insel so ein bisschen Kleinstadt-Feeling zu haben. Also soll es schon Stadt sein, aber halt nicht so, ja, nicht so zu betoniert und immer noch mit also sehr naturnah, sag ich mal. Ja, ich habe hier Waldemars Haus, das war ein bisschen weiter vorne eigentlich. Das habe ich dann in einem doppelten Versetzungsschritt nach hinten versetzt. Also ich musste Waldemar einen Tag auf den Strand verbannen, weil es geht ja nicht, dass man irgendwie nur ein paar Kästchen, sage ich mal, nach hinten ein Haus verschiebt. Man muss immer komplett irgendwie in eine ganz andere Richtung oder in ein ganz anderes Gebiet das Haus setzen und dann erst kann man das verschieben. Und das hatte ich halt vor. Ja, dann habe ich das Ganze halt für mich verschoben, habe in meinen Garten sozusagen oder ja, einen Hof gemacht, wo er auch sich entspannen kann, so auf der Liege hier. Das Bett hier war ja vorher sozusagen der Entspannungsort, aber jetzt habe ich daraus also einfach einen Heuballen gemacht. Genau. Hier hat sich nicht viel geändert, hier ist mein Leuchtturm, wie vorhin schon. Und ja. Genau, und wenn wir hier wieder über die Brücke gehen, zurück durch die Orangenplantage, hier habe ich eine kleine Muschelecke gemacht mit Muscheltor und Muscheltisch und so, kann man sich auch am Strand. Und hier läuft auch, also es ist ein Lautsprecher und es läuft Alter Kuchen, ein sehr süßes, romantisches Lied. Genau, und hier ist Carstens Haus, diese Tulpen züchte ich immer noch, weil ich versuche Carstens Haus hier, wie ihr seht, mit rosanen Tulpen zu bepflanzen. Ich habe ihm jetzt einen etwas offizielleren Zaun hingesetzt. So diesen Villenzaun und seinen Garten so ein bisschen vornehm gestaltet mit dem Springbrunnen. Den hatte er ja vorher schon, aber jetzt hat er noch eine Bank und ein paar Laternen. Das sieht in der Nacht immer auch ganz schön aus. Und ich wollte ihm, wie gesagt, rosane Tulpen. Da fehlt mir eine noch, damit das Set komplett ist und dann ist auch gut. Hier hat er auch noch rosane Lilien, einfach so. Hier diese Kanaldeckel finde ich übrigens ganz süß. Das ist übrigens auch aus Japan. Also die verschiedenen Deckel, die haben in jeder Stadt irgendwie einen eigenen Deckel. Also zu welchem dieser Deckel gehört, weiß ich gar nicht so richtig. Aber ich weiß, dass dieser hier, der Deckel, den ich hier bei meiner Allee habe,
Ich habe hier extra eine Allee gebaut. Auch so im japanischen Stil, mehr oder weniger. Und wenn es Frühling ist und die Bäume blühen, war so die Idee, dass man hier so eine Art Kirschbaumallee hat und dann am Fluss entlang spazieren kann in seinem Kimono und was auch immer. Und dieser Kanaldeckel hier oben, hier unten, das ist aus Osaka. Da war ich nämlich auch in Japan, in Osaka. Voll die schöne Stadt. Und die haben halt diese zuckersüßen Kanaldeckel gehabt auch, die auch tatsächlich so aussahen. Das ist übrigens Osaka Castle da drauf, also das Schloss Osaka. Ja, just ein paar random Infos, Fun Facts. Genau, und diese Deckel sind wahrscheinlich auch aus an verschiedenen japanischen Städten und also das kann man halt mit diesen ja, Umfärbe-Kits, sag ich mal, die man im Laden kaufen kann, die kann man umfärben, diese Kanaldeckel. Also, falls ihr da Bock drauf habt. Hallo, Waldemar. Genau, und mein Haus hat sich nicht wirklich viel geändert. Ich habe die Fassade ein bisschen geändert und den Ofen und so. Aber jetzt passt der Zaun halt nicht mehr so gut. Ich überlege noch. Und das ist mein Haustier. Ja, hi. Und ich habe Bienen. So von der Idee her. Das ist alles natürlich nicht sehr funktional. Ich habe übrigens mein Haus damals, als ich angefangen habe, hier in diese Landzunge hier gesetzt, weil ich das... Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie schön, zu diesem Ort. Man kann hier rausgehen und aufs Meer hinausschreien. Ah! so, genau. Und ja, ich glaube, das war's weitestgehend. Ich habe Matzes Haus noch nicht gezeigt, aber da hat sich nicht wirklich viel geändert. Hier ist noch ein Ballon, sehe ich schon. Kann ich die auch gleich holen. So, bitte verschwinde nicht. Okay, danke. Ja, genau, hier das Camp, der Campingplatz. Ich habe ein Schild bekommen von einer Bekannten, die hat mir das geschickt. Das kriegt man, glaube ich, wenn man Animal Crossing Pocket Camp hat. Und ich habe eigentlich Animal Crossing Pocket Camp, ich habe es auch gespielt, aber ich habe es wieder deinstalliert, nachdem ich es irgendwie ein halbes Jahr lang nicht gespielt hatte. Und das war voller Microtransactions und das will ich nicht unterstützen. Deswegen habe ich das wieder gelöscht. Aber es ist ganz nett, dass ich dieses Schild jetzt habe. Das passt eigentlich auch ganz gut zum Campingplatz. Ja, Matzes Haus hat sich nicht viel geändert. Wie gesagt, ich habe die lilanen Tulpen hier gepflanzt, weil ich finde, es passt zu Matze. Und die Büsche hier, die passen auch sehr gut zu ihm. Ja. Genau. Und das war's, würde ich sagen. Also, wie gesagt, ich arbeite immer so ein bisschen, ja, Tag für Tag ein bisschen immer dran an meiner Stadt. Aber ich versuche jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie was Neues zu gestalten. Mir gefällt sie eigentlich vom Design her ganz gut. Und ich denke mal, das ist so, ich kann ja mal die Map auch zeigen. Das so vom Aufbau her ist das, wie ich es auch haben will. Also im Zentrum, wie ihr seht, also von den beiden Flüssen eingerahmt, ist eben das Stadtzentrum, wo die meisten Bewohner wohnen. Und außerhalb von Stadtzentrum über dem Fluss, da wohnt einfach also Matze, weil er so ein bisschen ein Einzelgänger ist. Und Waldemar, weil der, also meine Idee ist halt, Waldemar ist so ein bisschen, ja, so einsiedlermäßig wohnt er so. Der ist halt auch ein bisschen wunderlich manchmal und der lebt einfach gerne für sich so. Und genau, und aber der Rest ist so sehr gesellig und brauchen einander. Und deswegen wohnen sie alle innerhalb dieser Stadt. Genau, und ich bin auch mittendrin, neben dem Museum. Hi Maria, wie geht's so? Oh. Nee, kannst du ruhig machen. Bitteschön. Ja, jetzt ist verbreitet. Die ganzen Spitznamen und so weiter verbreiten sich in meiner Stadt. Ach nein, ich will dich haben. So, danke schön. Ach so, ja genau, das wollte ich auch noch zeigen. Den Spielplatz hier habe ich ein bisschen erweitert. Der war ein bisschen kleiner hier und ich habe hier einen zweiten Eingang gemacht. Weil ich jedes Mal, wenn ich, also es ist eigentlich, hat praktische Gründe, weil ich jedes Mal, wenn ich hier lang renne, weil da gibt es ja am anderen Ende die Brücke, die obere Brücke, genau. Und ich renne mal hier lang und dann renne ich immer in diesen Spielplatz rein, bong. Und das war halt immer abgeschlossen hier und ich habe hier einen Eingang gemacht, damit ich einfach hier durchrennen kann und weiterrennen. Ja, das war so meine Idee, aber jetzt können sozusagen auch die Bewohner den Spielplatz von beiden Seiten nutzen.
Genau. Und das Museum hat sich ja erweitert. Ich habe neue Bilder bekommen. Aber Rainer, der taucht immer sehr selten auf. Mal gucken, wann er das nächste Mal kommt. Ja, ich würde sagen, ich mache hier Schluss. ich hoffe, das hat euch gefallen und ich halte euch weiter auf dem Laufenden, wenn sich an meiner Stadt irgendwas ändert. Ich hoffe, dass ihr auch eure Städte zeigt. Ich warte immer noch auf eure Videos. also wenn ihr welche habt, dann schickt sie mir gerne die Links und ich schaue mir das gerne an. Weil ich finde es immer toll, so die Designs von den Städten zu vergleichen. Ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.